Hallo und herzlich willkommen zum 305. Mal bei Huxler, dem Skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Halli, hallo, ihr alle da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoxilla. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und nach drei eher gruseligen Episoden wechseln wir mal ein bisschen das Genre von Huxler wieder, gehen ein wenig in die Psychologie, in die Kriminalistik vielleicht sogar hinein. Und werden mit euch über etwas sprechen, was in dem Moment, wo wir das recherchiert haben, also mich persönlich zumindest sehr überrascht hat. Oder ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ja, auf die Idee gekommen bin ich durch ein Video eines Psychologen auf Twitter, der etwas zu diesem Thema erklärt hat, das wir gleich besprechen werden. Und daraufhin hat mich jemand angeschrieben und gesagt, weil ich das geteilt habe, das sei doch ein ganz tolles Thema für Huxilla. Das, ich habe jetzt gerade mal, während ich sprach, nachgeguckt. Das war Ellie Crown auf Twitter. Vielen Dank an dich. Dass Draußen, dass du uns dieses Thema nahegelegt hast. Ich wäre da so, glaube ich, gar nicht drauf gekommen, das zu besprechen, aber es passt eigentlich ganz gut in den Podcast. Dann greifen wir das auf und vielleicht noch ein Addendum zur äh, letzten Episode. Da haben wir davon gesprochen, dass es eine Internetseite gab, die ein Copyright von 1987 bis 1999 hatte. Wer die Folge gehört hat, wird sich erinnern. Und da bin ich dann nochmal darauf hingewiesen worden, dass es äh, quasi Internetseiten, also HTML, erst ab 1991 gegeben hat. Also entweder hat es diese macritis Online-Community irgendwie in einem anderen Bereich des Internets gegeben oder die haben diese Zahl erfunden oder es war vorher eine Brieffreundschaft, man weiß es einfach nicht. Aber es ist völlig richtig. Und vielen Dank da auch an den ähm, Hinweisgebenden, dass wir eigentlich erst 1991 die erste richtige Internetseite hatten. Unglaublich. Also auch ja, interessant. Das, das noch so als Ergänzung <laughs> zum letzten Mal. Und dann machen wir natürlich äh, wie immer weiter mit einer Story der Woche. Die Story der Woche. Die Menschen im viktorianischen Zeitalter, wir sprechen also vom 19. Jahrhundert hauptsächlich, hatten alle möglichen Dinge vor denen sie verbunden mit dem Tod und Begräbnisstätten Angst hatten. Also es gab da zum Beispiel Vorrichtungen äh, im Falle von lebendig begraben werden, dass man sich irgendwie bemerkbar machen konnte. Also diese Angst vor dem lebendig begraben werden war ein ganz spannendes und weit verbreitetes Motiv. Und dann gab es natürlich noch den berühmten Roman von Bram Stoker, Dracula, wo dann auch das Thema Vampirismus noch einmal in Mode kam und ganz anders ja in der Gesellschaft verankert war. Es gab vorher natürlich auch schon Vampirgeschichten, aber Bram Stoker hat das Ganze natürlich noch mal so richtig bekannt gemacht und es gab tatsächlich Vorrichtungen auf Friedhöfen, die dafür sorgen sollten, dass tote nach dem begraben werden nicht mehr das grab verlassen konnten. Ich versuche jetzt mal ein Foto zu beschreiben. Da sieht man auf einem Friedhof einen Stein, vermute ich Sarkophag, auf dem Boden stehen und darüber ist wie so ein ein gewölbter Schirm, so ein metallener Käfig. Also ich vermute mal einfach so ein geschmiedetes Eisengitter, das sich eben komplett über diesen Sarkophag wölbt und auch in der Erde verankert ist und diese Vorrichtung, diese merkwürdig und ziemlich martialisch aussehende Vorrichtung sollte dafür sorgen, dass wer auch immer da begraben lag, diesen Sarkophag nicht verlassen konnte, um dann durch die Gegend zu geistern und den Menschen zu schaden, wenn ich euch da nicht einen Riesenbären aufgebunden habe. Ja, genau. Ja, das Sounddesign, das fehlt hier irgendwie. Ja, so das wir müssen. Äh, spannend. Ähm, ich habe jetzt auch nicht geguckt, ob es stimmt oder nicht. Ähm, insofern muss ich da auch bis zum Ende der Sendung warten. Genau wie ihr, liebe ZuhörerInnen. Ähm, was wir vergessen haben, in der Info äh, noch zu erwähnen, in der Einleitung, das sollten wir noch erwähnen. Es gibt heute wieder was zu gewinnen. Äh, nämlich zwei ganz fantastische, eigentlich drei, Ermittlerspiele der Firma Magnificum. Das werden wir mit euch am Ende der Sendung dann nochmal alles durchsprechen. Aber merkt euch schon mal vor, diesmal nicht abschalten vorzeitig, was ihr eh nicht macht. Aber heute gibt es nochmal wieder was zu gewinnen in der Sendung. Thema der Woche. Ja, auf Twitter wurde es uns äh, zugetragen, äh, obwohl wir immer sagen, schickt uns bitte E-Mails mit Themen, aber das, so ist das Leben <laughs> normal. Also ich bin auch schon über TikTok auf das ein oder andere Thema bekommen, was auf der Liste äh, gelandet ist bei uns. Ähm, wir wollen heute über das sogenannte Stockholm-Syndrom sprechen. Und ihr merkt schon, dass ich gerade gesagt habe, das ja. sogenannte Stockholm-Syndrom, ähm, weil ihr ja nicht seht, wenn ich hier die ganze Zeit Anführungsstriche in der Luft mache. Das wäre ziemlich albern. Ja und wenn ich das jedes Mal dabei ja. sagen würde, wäre es auch albern. Ähm, interessant ist und da nehmen wir mal so ein bisschen den Spoiler vorweg und dann ist es vielleicht auch interessant zuzuhören, wie wir zu dieser steilen These kommen, ist, dass das Stockholm-Syndrom eigentlich gar nicht gibt. Nee, äh, wir können ja erstmal sagen, was ein Syndrom überhaupt ist. Das ist so eine Art Verbund von verschiedenen Symptomen, die mhm. zusammen auftreten Und äh, an dieser Definition sieht man ja alleine schon, äh, dass das relativ äh, sagen wir mal so festgezoht ist und wenn es das wirklich gäbe wäre es äh, sehr gut zu äh, diagnostizieren und festzuschreiben. Es ist aber in keinem diagnostischen Werk in der Psychologie, Aufgenommen und verankert und spielt deswegen in der wissenschaftlichen Psychologie, also ich spreche jetzt nicht von der Küchenpsychologie, über die wir alle mal so reden, äh, keine Rolle, pack, die wir jeden Tag so anwenden. Aber das Merkwürdige ist, dass ich das nie in Frage gestellt habe. Ich habe das in den Medien so oft gehört, auch in anderen Zusammenhängen. Also, wir sprechen hier ja heute nachher über die Entstehung dieses Begriffes im Rahmen eines äh, Verbrechens. Mhm aber ich habe das auch in anderen zusammenhängen gehört also immer wenn eine Person nicht äh, in einer in einer schwierigen situation nicht so reagiert wie man das erwarten wie man äh, wie die gesellschaft das erwarten würde dann hat man da irgendwie vom stockholm syndrom äh, gesprochen für ähm, auch für situationen wo menschen ja, ich weiß nicht, missbraucht, manipuliert werden und dann eben sich anders verhalten, als man sich das so denkt. Also im Grunde genommen ist es, wenn Menschen in gewaltsamer Abhängigkeit von anderen Menschen äh, sich befinden, dann kann es passieren, wenn das Stockholm-Syndrom eintritt, dass sie sich nicht mehr gegen diese Menschen wehren, sondern ganz im Gegenteil eher sich diesen ähm, gewalttätigen Personen zugewandt fühlen. Das umschreibt es so ein bisschen. Also eine Art Verbrüderung von Geiseln mit GeiselnehmerInnen. So könnte man es beschreiben. Gegen Und das, die Autoritäten. Gegen die Autoritäten. Polizei in dem Fall oder andere Autoritäten. Ganz genau. Vielleicht kommen wir nochmal ganz zu, kurz zurück auf den ursprünglichen Begriff. Also wo kommt das her? Wie ist das entstanden? Erstaunlicherweise in Stockholm. Man mag es kaum glauben. Mhm. Äh, und zwar sprechen wir da von der Geiselnahme am Normartstork. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Das ist ein Platz in der äh, schwedischen Hauptstadt in Stockholm. Und da gab es eine Geiselnahme. Diese Geiselnahme äh, lief ab vom 23. bis zum 28. August 1973. Ist also schon ein ganzes Weilchen her. Und die Kurzfassung ist, dass dort ein ja, Mann mit, einem, mit einer Maschinenpistole in eine Bank eingedrungen ist, einen Polizisten bei einem Schusswechsel verletzt hat, dann drei Frauen und einen Mann als Geiseln genommen hat und seine Forderung war, neben drei Millionen Kronen, die er als Geld haben wollte, dass ein sein ehemaliger Mithäftling, der noch im Gefängnis saß, befreit wurde dass in Schuss sichere Wissen zur Verfügung gestellt wurden und ein Fluchtfahrzeug und diese Geiselnahme, ich habe es gerade schon gesagt dauerte mehrere Tage es endete am Ende damit dass der also tatsächlich die ähm, Behörden damals den äh, anderen ähm, Gefängnisinsassen zunächst mal befreit haben und in die Bank haben gehen lassen so dass es dann zwei Geiselnehmer gab und am Ende saßen dann die Geiselnehmer mit den vier Geiseln im Tresorraum der Bank, das war alles nicht so schön von den Zuständen her, weil der natürlich auch keine Toilette mehr hatte und die dann nicht mehr rauskam. Also man kann sich vorstellen, nach 131 Stunden, wie so die Zustände waren. Und es war dann am Ende so, dass eine der Geiseln, die im Grunde genommen dann auch diesen Begriff geprägt hat, nämlich Christine Enmark, mit dem damaligen also die hat ihn nicht selber geprägt, aber er wurde ihr aufgedrückt. aufgedrückt genau. Ja. Mhm. Gut, dass du es nochmal präzisierst. Schon wieder weggelaufen. Die hat dann auch mit dem damaligen Regierungschef Olaf Palme telefoniert, der dann sagte, wir können keinen Forderungen nachgeben. Da hat sie dann angeblich auch Olaf Palme beschimpft äh, und hat gesagt, ihr seid doch die Bösewichte und nicht die Geiselnehmer im Grunde genommen. Und die Geiselnahme ist dann am Ende dadurch beendet worden, dass man durch gebohrte Löcher, durch denen man dann auch Nahrung und so, dann doch dann da reingegeben hat und Wasser äh, dann ein Gas eingeleitet hat, was ein Betäubungsgas war, und dann haben die Geiselnehmer das beendet. Und damit hört es aber nicht auf, weil die vier Geiseln im Grunde genommen wollen kein Groll gegen die beiden Geiselnehmer hatten. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück in diesen Raum, in dem man da, also in dem im Prinzip ja alle gefangen waren, also mhm. die die Geiselnehmer und die Geiseln zusammen, mhm. es war dann noch die Rede davon, dass die Geiseln Schlingen um den Hals kriegen, weil die Polizei nämlich auf die glorreiche Idee gekommen ist durch Löcher, die sie da reingebohrt haben. Gas einleiten zu wollen. So hat man es auch am Ende dann gemacht. So da hat man es dann erzählt. am Ende auch gemacht, genau. Und ähm, das haben die Geiselnehmer aber mitgekriegt und die haben dann gesagt, ja, dann legen wir den Schlingen um den Hals und wenn die bewusstlos werden, dann sterben die halt die Geiseln. Ähm, also die Lage war schon irgendwie ziemlich dramatisch. Und äh, das zeigt auch so ein, ein gewisses Verzweiflungspotenzial und wie man aus heutiger Sicht wahrscheinlich sagen kann, wenn man sich da auskennt, auch Fehler, die die Polizei gemacht hat. Also ich glaube, die haben sich da nicht wirklich mit Ruhm bekleckert mit ihrer Vorgehensweise. Es war so, dass der Täter ein Jan Erik Janne genannt Olsson gewesen ist. Und äh, Christine Enmark hat dann sich hinterher auch bei den Gerichtsverfahren für Janne Olson eingesetzt. Die hat ihn dann im Gefängnis später auch besucht. Und ähm, es, sie hat irgendwann auch mal gesagt, dass sie eine Beziehung zu ihm gehabt hat. Und sie hat dann später ein Buch veröffentlicht, was es nur auf Schwedisch gibt, ähm, dass äh, die deutsche Übersetzung trägt den Titel Ich wurde das Stockholm-Syndrom. Äh, äh, Christine Enmark ist heute Psychotherapeutin, hat sich für Drogenabhängige eingesetzt, hat ihren Job äh, bei der Bank damals dann aufgegeben nach den Ereignissen. Und im Grunde genommen war es für die psychologischen Betreuerinnen und auch die Fachleute, die Kriminalisten, ungewöhnlich, dass sie sich so diesem äh, Jana Olsson zugewandt hat, dass sie eben nicht feindselige Gefühle hatte, sondern eher feindselige Gefühle der Regierung gegenüber hatte, der Polizei gegenüber hatte. Und diese Verschiebung der emotionalen Lage, diese Nähe, fast romantische Nähe, möchte man ja sagen, zu dem Geiselnehmer, ist dann als Stockholm-Syndrom, eigentlich zunächst mal als normalstock syndrom weil das der platz ist also der damalige involvierte psychologe hat dann diesen begriff geprägt das war aber international vielleicht auch für die presse und medien nicht so schön zu übersetzen und insofern ist dann irgendwann daraus das stockholm syndrom geworden. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass das von anfang an äh, ein medienereignis gewesen ist? eine der ersten geiselnamen überhaupt, die medial begleitet worden ist, ein komplette, guter wichtiger hinweis. komplette berichterstattung, das heißt, also in dem augenblick, wo die geiseln freigekommen sind, war die öffentlichkeit schon tief drin in dem fall und hatte sich wahrscheinlich auch schon ihre eigene meinung gebildet. interessant ist aber dennoch, dass eine der ersten fragen, die christine enmark gestellt wurde, als sie dann freigekommen ist, war, ob sie sich denn in ihren geiselnehmer verliebt hätte. Mhm. Also da sofort, denke ich, mit dieser Grundannahme dran zu gehen, ist doch auch schon aus psychologischer Sicht eher problematisch, oder liege ich da falsch? Also ich würde das nicht machen und finde die Frage auch ungewöhnlich. Jetzt ist, ja, das ist halt eine besondere Situation und wir werden ja schauen, der Fall ist quasi jetzt fast 50 Jahre her. Im nächsten Jahr ist dann das 50. Jubiläum dieses Ereignisses. Wir können uns mal darüber unterhalten, ob damals vielleicht die Uhr in der Psychologie oder in der Psychotherapie anders getickt hat, als sie es heute hat, um deine Frage zu beantworten. Ich hätte sicherlich diese Frage nicht gestellt, aber natürlich bin ich ja auch kein Kriminalpsychologe. Was wir dann aber haben von 73 an bis heute im Grunde genommen ist, dass dieser Begriff, äh, uns allen präsent ist. Wir können alle sofort was damit anfangen. Wir haben jetzt gerade wieder in der Energiekrise des Jahres 2022 gehört, dass wir alle das Stockholm-Syndrom mhm. haben, also so Querdenker. Und diejenigen, die Probleme mit Demokratie haben, behaupten, wir seien ja in Geiselhaft einer Regierung, die gegen ihre BürgerInnen arbeiten würde und deswegen hätten wir so ein kollektives Stockholm-Syndrom in den dunklen Ecken des Internets, wo ich mich rumtreibe. Liest man das immer mal wieder? Das Merkwürdige ist, ich hätte das sofort andersrum vermutet, dass wenn überhaupt man diesen Begriff den äh, Putin nahen äh, QuerdenkerInnen überstülpen möchte, die ja denjenigen, der uns alle hier im Westen vernichten möchte. Aus irgendwelchen Gründen ganz toll finden. Aber selbst in dem Zusammenhang wäre dieser Begriff gefährlich, irreführend und würde zu kurz greifen. Wir haben dann, über die Zeit, das war jetzt natürlich ein ganz aktuelles Beispiel, mhm. wir haben über die Zeit einige andere Entführungsopfer, die man sich anschauen kann, äh, auch sehr präsent äh, für die Jüngeren unter uns, äh, aber auch natürlich die Eltern, äh, der Fall von Natascha Kampusch, äh, die ja entführt worden ist und viele Jahre mit ihrem Entführer. Und Geiselnehmer äh, zusammenleben musste. Äh, der ist dann ja auch erst mit 18 Jahren die Flucht äh, äh, gelungen. Auch da ist es so, dass ähm, man ihr unterstellt hat, sie sei ein Opfer äh, des äh, Stockholm-Syndroms hm. ähm, geworden. Also auch Usulich. da ist ja. das äh, hochgeschrieben worden, sage ich mal da hast du ja schon in der Vorbereitung immer tief Luft geholt, Alex, hast du oh <laughs> Gottes Willen, das ist doch alles Victim Blaming, was da betrieben wird, ja. wenn man das so schreibt. Also das werden wir natürlich einordnen. Ich möchte nur hier gerade mhm. mit, mit dieser Beschreibung darstellen, wie die Presse, the wie die Medien, ja. wie die Öffentlichkeit diese Fälle aufgegriffen hat. Ein anderes Beispiel ist äh, Frau Hurst, äh, yeah, Patty Hurst mhm. in den Vereinigten Staaten. Um, das waren Verleger, Ver 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 glaube ich, ihr Vater, ne? Ja, ja. Also äh, der Hearst Verlag ist ein, einer der einflussreichsten äh, Verlage heute noch in den USA. Ähm und Patty Hearst ist 1974 im Alter von 19 Jahren entführt worden von der Symbionese Liberation Army, im Prinzip linksradikale gewalttätige Gruppe, die sie entführt hat. Sie ist längere Zeit gefangen gehalten worden, auch misshandelt worden, hat sich dann aber nach zwei Monaten eben dieser SLS angeschlossen mhm. und hat dann auch eine Bank überfallen. Hat dann aber jetzt hinterher ein, ein völlig normales bürgerliches Leben geführt und hat auch mit dieser ganzen Geschichte eigentlich abgeschlossen oder hätte sie, wenn sie nicht ständig darauf angesprochen würde und sie wird immer als ganz berühmter Fall gehandelt von jemandem, der sich eben dann mit den Entführern buchstäblich verbrüdert und zusammentut und dann eben in ihren, ihrem Namen Verbrechen begeht. Der 75, als sie dann für ihre dann selber begangenen Verbrechen ja auch ähm, angeklagt worden ist, dann auch verurteilt worden ist, seine Richts äh, Gefängnisstrafe, äh, war allerdings die Idee dieses Syndroms, obwohl der Name sich damals noch nicht so durchgesetzt hatte, schon die Idee der Verteidigung, die gesagt hat, naja, das ist ein besonderer psychologischer Aspekt gewesen. Darauf hat sich aber damals, haben sich die Richter nicht eingelassen. Das heißt, Patty Hurst hat dann tatsächlich eine Haftstrafe absolvieren müssen. Zunächst mal ist dann auf freien Fuß gekommen und dann, wie du mhm. sagst, eben normales Leben geführt. Aber auch da spielt eben diese, die Idee damals, vielleicht noch nicht der Begriff, aber das Stockholm und sonst spielte da zwei Jahre nach den Ereignissen in Stockholm auch noch Rolle? Also selbst wenn man jetzt sagen würde, diese Fälle, die wir jetzt äh, angesprochen haben, wären tatsächliche Beispiele für das Stockholm-Syndrom, selbst wenn sie das sind, dann ist trotzdem die Zahl der Fälle, auf die man das anwenden könnte, sehr, sehr gering. Also wir sprechen hier schon von wirklich außergewöhnlichen Fällen in der Geschichte der... Äh, Verbrechensbekämpfung, mhm. äh, über die wir hier reden und nicht etwas, das ständig vorkommt. Aber genauso hatte ich das, bevor wir äh, darüber gelesen haben und uns damit beschäftigt haben, im Kopf, nämlich, dass das ständig vorkommt, wenn Leute entführt werden, dass sie dann mit ihren Entführern irgendwie ein besonderes... Verhältnis eingehen, dass sie da besonders zusammenfinden unter diesen schrecklichen, ungewöhnlichen Umständen und dann eben auch so handeln, wie normale, in Anführungsstrichen Menschen das nicht tun würden. Und ich frage mich jetzt gerade selber, warum ich das nie hinterfragt habe und immer als selbstverständlich angenommen habe und warum diese Vorstellung so leicht zu akzeptieren ist, dass wir uns das so gut vorstellen können, dass Menschen halt so reagieren und dass es dieses Syndrom gibt, dass es heute noch... Ähm, ja, Autoritäten gibt, also gerade äh, Polizeibehörden gibt, die auch nach dieser Prämisse handeln, wenn es zu Geiselnahmen kommt, dass das da eigentlich noch eine, eine relativ oder manchmal in der Ausbildung auch eine, eine Rolle spielt, obwohl es das eigentlich gar nicht sollte und ähm, Wissenschaftlerinnen versuchen damit aufzuräumen. Ja, lasst uns äh, doch mal einmal schauen. Zunächst mal muss man ja sagen, ähm wie würde es denn diagnostiziert werden? Und du hast eins der Probleme natürlich gerade schon angerissen. Man muss natürlich Entführungsopfer haben, äh, was tragisch genug ist, die dann ein entsprechendes Verhalten zeigen. Und das muss man dann auch noch diagnostizieren. Es gibt ja bis heute Stimmen, die behaupten, Psychologie sei keine Wissenschaft. Genau, vielleicht sollten wir nochmal die, die drei Faktoren nennen, die da zusammenkommen müssen. Äh, einmal, dass das Opfer einen positiven Bezug zum Täter oder der Täterin aufbaut, mhm. dass Täterin oder Täter das erwidert und dass sich das Ganze auch noch gegen die Autoritäten richtet. Das sind also diese drei Faktoren Haupt die da, Faktor. Hauptfaktoren, die da zusammenkommen sollten. Genau. Und ähm, kommen wir noch mal ganz kurz auf die Psychodiagnostik zurück. Ähm, es ist schon so, dass man die psychischen Erkrankungen, die in diagnostischen Manualen, so nennen wir das in der Psychologie, da gibt es zwei große Bücher. Das eine ist inzwischen das ICD. 11 in der Version 11, früher war es das ICD in der Version 10, das ICD 10, das ist die International Classification of Diseases, das ist das Buch, in dem im Grunde genommen jede bekannte und anerkannte Krankheit eine Nummer hat. Und das ist übrigens auch das, was dann der Arzt auf eine Krankschreibung draufschreibt, damit sozusagen für die Statistik der Krankenkassen klar ist, welche Erkrankungen im Land vorherrschen. Die, das ICD-11 hat einen eigenen Bereich für psychische Erkrankungen. In der, wie soll ich es sagen, psychotherapeutischen, psychologischen Sicht auf die Welt gibt es das DSM, das Diagnostic and Statistics Manual. Das ist, Psychologen sagen immer, etwas präziser als das ICD, was die ähm, Diagnostik von psychischen Erkrankungen angeht. Das gibt es inzwischen in der Version 5. Das dauert auch immer mehrere Jahre, bis so eine neue Version entsteht. Also als ich studiert habe von 95 bis Anfang der 2000er gab es noch das DSM-4. Jetzt gibt es inzwischen das DSM-5. Und in diesen Werken stehen relativ klar drin, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um eine psychologische Erkrankung zu haben. Das heißt, bei der Depression gibt es dann ein Reigen von Kriterien, die man abfragt. Die Diagnostik sind nicht wie bei einem Blutbild, wo man dann harte Werte hat, sondern man muss natürlich mit den PatientInnen sprechen und das dann abfragen. Und interessant ist, und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen der rocho sehr, dass das keine gute Diagnostik sei. Zum Beispiel als ein Element ist, dass in der Depressionsdiagnostik es sein kann, dass depressive PatientInnen entweder fast gar nicht schlafen, also an Schlafmangel leiden, oder ständig schlafen. Und das wird in diesem Manual auch abgefragt. Also leidet die Person entweder an ständigem Schlafmangel oder an einem übermäßigen Schlafbedürfnis oder Schlafverhalten. Beides kann ein Hinweis auf Depressionen äh, sein. Und das heißt also, es müssen mehrere weitere Kriterien erfüllt werden, um dann eine Diagnose zu stellen. So funktioniert das, ist immer aufwendig, aber hochpräzise. Das heißt, äh, wenn man Menschen mit Depressionen. Ähm, trifft und mit denen die Diagnostik durchführt, dann wird man das diagnostizieren können, weil in diese Manuale, in diese Werke sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Statistik hineinfließen, um eben diese komplexen Erkrankungen beschreiben zu können. Kleiner Exkurs in die Psychodiagnostik ist aber notwendig, weil ich kann es jetzt sagen, das Stockholm-Syndrom hat nie einen Platz... Im, entweder im ICD oder im DSM gefunden. Das ist immer wieder diskutiert worden. Man hatte dann aber im Grunde genommen festgestellt, und Alexa sagt, da gibt es drei Kriterien, dass man diese Kriterien aber nicht stringent finden konnte. Also immer dann, wenn irgendwer davon gesprochen hat, diese Person nach dieser Entführungssituation hat ein Stockholm-Syndrom entwickelt und man hat sich die Person angeschaut, kann die auch ganz andere Kriterien erfüllt haben und nicht zwingend all diese Kriterien und vielleicht nochmal ganz andere Kriterien erfüllt haben. Das heißt, in der Psychodiagnostik, in der gut gemachten Psychodiagnostik, hat das Stockholm-Syndrom nie eine Rolle gespielt. Das ist ganz interessant. Man bekommt ja so den Eindruck, das hat irgendwie eine Ziffer und ein Psychologe, der hinzugerufen wird, könnte das diagnostizieren. Er kann das nicht diagnostizieren, weil es nicht existiert. Das ist erstmal der erste ganz wichtige Satz, den wir sagen können. Was wir natürlich haben, ist, dass es nach einer so tragischen, besonderen, untraumatisierenden Ereignis wie einer Geiselnahme, einer Entführung, natürlich Auswirkungen auf die Psyche gibt. Und da ist man dann eigentlich im Bereich der posttraumatischen Belastungsstörungen. Und da kann man sehr, sehr gut das auch diagnostizieren. Und natürlich ist das ein Trauma, wenn man entführt wird. Und wenn man jetzt mit Blick auf eine Therapie Patientinnen helfen möchte, ist es natürlich gut, dass man in diesem Bereich schaut und dann schaut, was gibt es denn für Therapieempfehlungen für posttraumatische Belastungsstörungen. Also das mal so als, als Hintergrund der Psychodiagnostik. Und jetzt können wir natürlich sagen, gut, äh, trotzdem ist es ja nicht wegzukriegen, vielleicht ist ja doch was dran. Ja. Und dann können wir vielleicht, würde ich ganz kurz auf eine Studie nochmal eingehen oder ein Review eingehen, was gemacht worden ist. Also interessanterweise stand in dem FBI-Paper, was wir uns angeschaut haben, noch drin, dass es eigentlich immer nur dann auftreten könnte, wenn. Geiselnehmerinnen oder Entführerinnen ihre Opfer gut behandeln. Das heißt, in dem Augenblick, wo da eine Misshandlung stattfindet, mhm. äh, dass dann schon die Voraussetzungen gar nicht mehr gegeben sind. Ähm, das ist vielleicht noch ein ganz spannender Aspekt. Äh, Im Falle von Patty Hurst müsste das ja dann eigentlich schon direkt rausfallen aus mhm. dem Schema, denn äh, sie ist eindeutig schlecht behandelt worden von äh, ihren Entführern. Äh, und vielleicht noch kurz zum äh, Ursprungsfall äh, in Stockholm. Äh, Christine Enmark hat hinterher ja gesagt, dass ab irgendeinem Punkt sie mehr Angst vor den Behörden, vor der Polizei hatte, als vor den Geiselnehmern, weil die äh, die Lage so schwierig gemacht haben äh, von der Polizei, äh, dass sie sich sozusagen zusammen mit den Geiselnehmern als Opfer gesehen hat und einfach Angst hatte, dass die Quatsch machen und dann die Situation komplett eskaliert. Mhm. Wichtiger Aspekt nochmal, was natürlich dazu führt, also da kommen wir natürlich im reden wir nachher im Abstand noch mal mhm. drüber, also warum natürlich Geiseln sich während einer Geiselnahme vielleicht ungewöhnlich verhalten, aber das können wir nachher noch mal äh, besprechen. Das FBI-Paper machen wir gleich auch noch mal ganz ausführlich. Ich wollte noch mal ganz kurz äh, und das ist ein Paper aus dem Jahr 2007, Das ist so fast das aktuellste, was es zu dem Thema gibt, weil kurz danach eigentlich nichts mehr geschrieben worden ist, weil man sich eigentlich in der Fachwelt einig ist, dass es Quatsch ist. Äh, schon 2001 gab es einen Artikel, der so sinngemäß der Abgesang auf das Stockholm-Syndrom hieß. Und das ist hier ein äh, Review von einem, jetzt weiß ich gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, M. Namjak entaften et al. Und die haben ein Review geschrieben, das den Titel trägt Stockholm Syndrome, Psychiatric Diagnosis or Urban Myth. Also, genau eigentlich das, mit dem sich Hoxilla ja auch beschäftigt. Mhm. Und was haben die gemacht? Die haben geschaut, was gibt es denn in der gesamten Literatur, in der psychologischen, in der medizinischen Literatur, auch zum Teil in kriminalistischen Datenbanken, zum Thema Stockholm-Syndrom und haben also eine groß angelegte Internetsuche gemacht. Das ist ein klassisches Mittel in der Wissenschaft, um sich einen Überblick über ein. ein Themenfeld zu verschaffen. Sie haben dann zwölf Artikel gefunden, zwölf Paper gefunden, die sie sich angeschaut haben. Darunter eine Fallstudie zum Beispiel von Patty Hurst, aber auch den Fall von Natascha Kampusch. Natürlich das, was über das eigentliche Stockholm-Ereignis geschrieben worden ist. Und genau das, was du gerade sagst, ist aufgetreten. Sie haben dann genau diese Fälle, die Opfer und auch die vermeintliche verbrüderung mit den geiselnehmern analysiert und haben festgestellt das ist immer unterschiedlich mhm. also es gibt kein klares muster das heißt wir haben im grunde genommen nur zwölf paper die gut verwertbar wissenschaftlich sind die eben keine zeitungsartikel fernsehreportagen oder andere dinge sind sondern von experten geschriebene artikel davon gibt es zwölf und wenn man sich da die opfer anschaut und ihr, in deren psychisches verhalten und andere dinge stellt man fest das ist alles sehr sehr unterschiedlich und gar nicht über einen Kampf zu scheren, weil auch die jeweiligen Situationen ganz unterschiedlich sind. Und auch hier in dem Paper kommen Sie dann am Ende natürlich zum Schluss, dass mit der posttraumatischen Belastungsstörung da deutlich adäquater den Menschen zu helfen ist, weil darum sollte es ja am Ende auch gehen. Wie kann man den Menschen, die so ein schreckliches Ereignis hinter sich haben, helfen? Das ist vielleicht auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass, dass, dass der Sinn solcher äh, Unternehmungen eigentlich sein sollte, schwierige Situationen wie Entführung oder Geiselnahmen äh, schnell beenden zu können und äh, die Opfer adäquat behandeln zu können. Das eigentliche Ziel ist und nicht da irgendwelche Labels drauf zu kleben und das in den Medien irgendwie hoch zu pushen. Genau. Äh, das, das sollte man vielleicht nicht aus dem Blick verlieren. Und du hast jetzt einen ganz entscheidenden Punkt gerade schon gesagt, den Menschen auch in der Situation zu helfen. Und dann gibt es ein sehr interessantes Paper aus dem FBI Law Enforcement Bulletin. Auch das werden wir euch verlinken. Das ist zum Glück vom amerikanischen Kongress, von der großen Kongressbibliothek inzwischen gescannt worden. Das ist die Ausgabe aus dem Juli 1999. Und da gibt es einen Artikel der den Titel trägt Placing the Stockholm Syndrome in Perspective. Und da schreibt also jemand als Experte für das FBI einen Artikel. Und interessant hierbei ist, sind im Grunde genommen zwei Elemente. Nämlich zum einen, dass er sagt, wir müssen aufpassen, dass die Unterhändler in Geißelsituationen nicht davon ausgehen, dass ja. es so etwas wie das Stockholm-Syndrom gibt und darauf ihre Verhandlungen ausrichten. Das würde immer noch mal gelegentlich passieren. Das sei eben grundfalsch. Und ganz interessant ist, dass hier dann eine Betrachtung von sehr, sehr vielen Geiselnamen in den Vereinigten Staaten sich angeschaut worden ist, nämlich 1200 Berichte, die in der FBI-Datenbank von Geiselnamen vorliegen und das hat man sich angeschaut und hat festgestellt, dass nur, also dass 92 Prozent der Opfer, kein Stockholm-Syndrom gezeigt haben, sondern dann im Zweifelsfall im besten Fall nur acht Prozent der Opfer das überhaupt entwickelt haben. Das heißt, äh, bei einer Geiselnahme darf man nicht davon ausgehen, dass das üblich ist, sondern es ist eine ganz starke Ausnahme. Und wenn man dann noch schaut und weiter ausdifferenziert, ob es dann tatsächlich ein Stockholm-Syndrom ist oder ob es generell ein Misstrauen gegenüber mhm. den Behörden ist, dann sind es sogar nur noch fünf Prozent von diesen 1200 beobachteten Fällen, wo das man überhaupt davon sprechen könnte. Und insofern warnt hier das FBI Bulletin mit seinem Experten davor, das anzunehmen, dass das existiert und kommt im Grunde genommen aus der Betrachtung der Kriminalistik hier in diesem Fall äh, zu den gleichen Schlüssen wie die psychologischen Wissenschaftler, die sich das Thema auch angeschaut haben. Das heißt, beide Seiten sind sich im Grunde genommen einig und zwar jetzt nicht neu. Nochmal, das FBI-Bulletin aus dem Juli 1999, das Review aus dem Jahr 2007. Das ist eigentlich alles kalter Kaffee. Und trotzdem wir es an allen Ecken und Enden. Und trotzdem sind wir gerade wieder Opfer des Stockholm-Syndroms. In diesem Bulletin-Artikel fand ich noch spannend, dass sie als Pseudo-Erklärung für ein Pseudophänomen Freud heranziehen und die sogenannte Übertragung, die es an, also die es in der Psychologie ja wohl gibt, mhm. äh, zwischen Therapeut und ähm, therapiertem Menschen, äh, aber dass das als Erklärung für ein angebliches Stockholm-Syndrom nicht taugt, diese Übertragung. Ich finde es ganz, ganz spannend, ja, die ihr als lange Zuhörende des Hoxiller-Podcasts wisst, ist ja sicherlich, dass ich mit der tiefen Psychologie und insbesondere mit der Psychoanalyse ein etwas größeres Problem habe habe. Und was sehr, 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 sehr spannend ist, wenn ihr euch den Spaß machen wollt, wir werden euch natürlich wie immer einige Quellen äh, verlinken unter dem ähm, äh, Posting auf unserer Homepage, dass ihr da ein bisschen nachlesen könnt. Und was ganz, ganz spannend ist, wenn man sich den deutschen Wikipedia-Artikel zum Stockholm-Syndrom durchliest, den finde ich sehr, sehr gut geschrieben, sehr kritisch geschrieben. Die sagen jetzt auch nicht, dass es den, den Begriff nicht gibt, sondern dass es einen Diskurs darüber gibt und dass man sich sehr, sehr uneinig ist und es eher so Hinweise darauf gibt, dass es das nicht gibt. Interessant finde ich da tatsächlich äh, den. Amerikanisch oder den englischsprachigen Wikipedia-Artikel sich mal anzuschauen, der im Grunde genommen recht ähnlich beginnt, aber dann ein Riesenfeld von potenziellen Erklärungsmustern dafür gibt. Und was wir da erleben, ist natürlich, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika. Tiefenpsychologie, Psychoanalyse immer noch sehr stark involviert ist und da geht es dann relativ schnell auch um verdeckte Libido äh, das, Elemente. Den Bereich haben wir noch gar nicht angesprochen, von Autoritäten dass das Ganze als, äh, auch sexualisiert dargestellt, dargestellt wird. Ja. Wie immer natürlich, wenn man in der Schule Freuds oder als, als, als Nachzügling der Schule Freuds äh, sich befindet, das hat immer auch eine sexuelle Komponente, da hat es was mit Autoritäten, der Hinzuziehung, also dem Gefühl, Autoritäten äh, sich zugetan zu fühlen, äh, äh, zu tun. Da werden also unglaublich lange Erklärungsmuster äh, gebildet, die erstmal auch spannend klingen. Das Problem dabei ist, das ist halt pure Fantasie, was da geschrieben wird. Das ist anekdotische Wissenschaft, die da betrieben wird. Da werden Einzelfälle Fälle konstruiert, da werden sehr, sehr viele Worte gefunden und wir müssen dagegen die Wissenschaft uns anschauen. Wir müssen uns die Kriterien anschauen, wie überhaupt ein Stockholm-Syndrom diagnostiziert wird. Wir müssen in die Kriminalistik schauen. Und da sagen die alle, nee, das gibt's nicht. Und dann muss ich nicht Bücher mit Tausenden von Seiten schreiben und althergebrachte psychologische Konstrukte, die heute auch zum Teil in der, in der wissenschaftlichen Psychologie abgelehnt sind, heranziehen, um ein Syndrom zu erklären, was eigentlich gar nicht existent ist. Es ist ganz, ganz spannend, sich das durchzulesen. Wenn man sich das durchliest, macht das irgendwie immer alles Sinn. Die wissenschaftliche Psychologie, die evidenzbasierte Psychologie würde das aber eher immer ablehnen. Das ist ganz wichtig, das nochmal äh, auch, auch darzustellen und zu unterstreichen. Wenn ihr das lest, lest mal, ich weiß gar nicht, ob das Paper Open Access ist, was ich euch genannt habe in Englisch, sonst ähm, schmeißt mal, es gibt so eine Internetseite, die heißt SciHub, da habe ich gehört, da kann man äh, Internetseiten und Artikel auch finden, die man sonst nicht umsonst lesen kann. Schaut es euch an. Das ist ein großer Unterschied, wie da geschrieben wird. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir hier Übertragung, du hast es gerade gesagt, Transference ist ein wichtiges Element. Also natürlich ist es so, dass man als Psychotherapeut immer aufpassen muss, denn Patientinnen in einer Psychotherapie sind natürlich in einer vulnerablen Situation. Und wenn dann mal jemand da ist, der sie ernst nimmt, der ihnen zuhört, dann kann es durchaus sein, dass so eine emotionale Verschiebung stattfindet und die Grenzen zwischen Therapeutinnen und Patientinnen nicht mehr so ganz klar sind. Das Lernen, Psychotherapeutinnen aber auch damit umzugehen, ist auch ein wichtiges Element. Aber so funktionieren eben traumatische Ereignisse während einer Geiselnahme eben nicht. Und dafür gibt es halt auch einfach gar keine Belege, dass das so ist. Also mein Eindruck, den ich so mitgenommen habe von der Beschäftigung mit diesem Thema, ist erstens, dass das Stockholm-Syndrom, das sogenannte, ein Beispiel dafür ist, dass wir gerne einfache Erklärungen für komplexe Situationen haben möchten. Mhm. Äh, denn du hast es ja erwähnt, all diese Geiselnamen, Entführungsfälle, wie auch immer, was man sich da anschaut, wo die Medien dazu neigen, den Begriff zu verwenden, sind sehr unterschiedliche Fälle mit sehr, sehr unterschiedlichen Grundvoraussetzungen, Abläufen, äh, Charakteren, die da eine Rolle spielen. Und ähm, dem wird man einfach nicht gerecht, wenn man sagt, ja, war halt Stockholm-Syndrom. Mhm. Ähm, und weiterhin möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich es für sehr zynisch und gefährlich halte, dass in den Medien gerade Frauen immer äh, damit in Verbindung gebracht werden. Also es wird sehr, sehr viel häufiger Frauen eben dieses Syndrom zugesprochen als Männern. Und ähm, vielleicht spielt da auch so etwas mit, dass man Frauen nachsagt, ja, die würden ja auch in Beziehungen bleiben, in denen es zu häuslicher Gewalt kommt und so. Und warum hauen die denn nicht einfach ab und beenden diese Beziehungen und so weiter? Und äh, das ist äh, meiner Ansicht nach Victim Blaming mhm. äh, erster Güte mhm. und ziemlich verwerflich, wenn man das dann so macht und zeigt auch, wie äh, frauenfeindlich dieser ganze Komplex ist, äh, so wie er in den Medien dargestellt wird. Und das dagegen möchte ich mich doch wirklich verwehren, weil auch in vielen dieser Fälle einfach Angst eine Rolle spielt, denke ich, dass du dich in einer Situation, entweder wenn du häusliche Gewalt erfährst oder wenn du entführt wirst oder als Geisel genommen wirst, auch einfach, erstmal ruhig verhältst, weil du Angst hast, dass dir was passiert, das liegt doch auf der Hand. Da muss doch kein Stockholm-Syndrom her, um zu erklären, warum sich Geiseln so verhalten, dass sie eine gefährliche Situation besser überleben können. Es ist gut, dass du das ansprichst, weil es natürlich A, zum einen wieder mal völlig richtig ist, was du sagst, zum anderen auch das noch mal aufgreift, das hätte ich jetzt wieder fast vergessen. Die Einordnung dessen, was ich sagen wollte, nochmal. Also natürlich Gibt es Situationen, in denen äh, sich Geiseln nicht konfrontativ verhalten, die wo sie eher Forderungen von Geiseln nehmen auch gegenüber den Behörden nachgeben? Das Stockholm-Syndrom ist auch, das finde ich auch unappetitlich, aber wir erwähnen es mal im Bereich von äh, Menschenhandel ein Thema äh, geworden. Zwangsprostitution, auch hier wird gerne mal äh, vom Stockholm-Syndrom dann äh, gesprochen. Was das auch noch mal unterstreicht was du natürlich gerade gesagt hast. das ist aber weniger ein psychologisch nachgewiesenes und diagnostizierbares syndrom, was da vorliegt, sondern es ist überlebenstrieb, mhm. genau wie du sagst. hier geht es ja darum, dass du in einer ungewöhnlichen situation nicht sterben möchtest. und wenn da die überlebensstrategie ist, jetzt nicht konfrontativ gegen einen täter vorzugehen, mit der Hoffnung, dass dann zumindest dein Leben bewahrt wird, auch wenn es danach vielleicht schwerst traumatisiert ist, dann ist das eben kein, keine psychologische Erkrankung, sondern in dem Fall der nackte Versuch des Überlebens und das sollte man dann auch einfach so benennen und Schon gar nicht irgendwie romantisierend. Wie mhm. es äh, in Filmen auch oft In den Filmen ja. ist da dann hineindeuten. Ähm, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun, sondern hier werden natürlich Menschen Gewalt körperlich, sexuell, psychisch angetan, je nach äh, Gemengelage. Und ähm, diese Menschen versuchen dann damit umzugehen, um ihr Leben zu retten. Also du hast völlig recht. Und so, wie, gerade wie es in den Medien dargestellt wird oder dann auch in, in Literatur, Belletristik, Kino oder was auch mhm. immer, äh, hat es diese. Äh, frauenfeindliche Komponente, die du beschrieben hast. Natürlich, das sollte man sich auch bewusst machen. Und ja, man sollte ja. sich bewusst machen, dass es pure Fiktion. Vor allen Dingen spielt er auch noch äh, eine Rolle, dass man Frauen durch Entführung oder ich weiß nicht was dazu zwingen kann, einen zu lieben. Also der Mann muss die Frau entführen und dann muss er ganz lange mit ihr zusammen sein und irgendwann kriegt sie schon mit, dass, dass der Typ eigentlich ganz cool ist und dann verliebt. Also es ist so widerlich und ekelhaft, äh, dass mir dafür schlicht die Worte fehlen und ihr wisst jetzt Bescheid und äh, wer daran Freude oder wer es interessant findet und spannend findet, der kann sich damit anhand der Links, die wir verlinken, noch näher beschäftigen. Genau, auf jeden Fall auf die Homepage schauen, hoxla.com und dann unter die Folge schauen. Da gibt es wie immer eine Linksammlung und da werdet ihr dann fündig und könnt dann weiter Schmökern nachlesen. Ist ein ganz, ganz spannendes Thema, sich da mal einzulesen. Aber außer Spesen nichts gewesen, mhm. muss man auch mal ganz ehrlich so sagen. Ja, und jetzt muss ich dann auch mal von dir erfahren. Ob man im viktorianischen Zeitalter Käfige über Grabmäler ge gelegt hat. Spannend, will ich jetzt wissen. Die Auflösung. Ja, hat man im 19. Jahrhundert tatsächlich Käfige über Sarkophage gebaut, damit die Vampire, die da vielleicht im Grab liegen, nicht raus können, um die Lebenden zu verfolgen? Äh, nein, nicht um Vampire im Grab zu halten, aber man hat tatsächlich Käfige über Sarkophage gebaut, um die Menschen draußen zu halten. Das hat einen ganz interessanten Hintergrund. Also diese Käfige, die man auch auf dem Foto sieht, das wir euch verlinken werden, sind eine schottische Erfindung mhm. und stammen tatsächlich aus dem viktorianischen Zeitalter, die werden Mordsaves genannt und dienten wirklich dazu, dass äh, Grabräuber da nicht dran konnten an mhm. das Grab. Und der Hintergrund ist fast noch gruseliger als Vampire, finde ich. Äh, es wird hier nämlich bei Snopes beschrieben, dass das kein Wunder war, dass das in Schottland erfunden und praktiziert wurde, weil Edinburgh äh, in dieser Zeit eine Hochburg vor Grabräuber gewesen ist, weil man anatomische Studien betreiben ah. wollte und wegen der Gesetze schlecht an Leichen dran kam, an denen man diese Studien hätte durchführen können. Und deswegen hat man sich die aus Gräbern geklaut und um das zu Verhindern wurden die mit Käfigen versehen. Ebenso düster wie interessant, mhm. äh, diese Auflösung. Ja. Und ja, klickt mal auf den Link, der ist da heute der Woche unter der Folge, dann könnt ihr da ein wunderbares Foto von sehen. Können wir nicht immer einfach so verlinken wegen Bildrechten. Deswegen mhm. da einmal auf den Link klicken. Ja, und damit kommen wir zum. Gewinnspiel in der Sendung und hier müssen wir natürlich aus Transparenzgründen erstmal sagen, wir sind unfassbar geschmiert worden. <laughs> äh, und gut unterhalten worden. Ach, gut unterhalten worden. Also die, was passiert? Die Firma Magnificum hat uns angeschrieben und hat gesagt, Mensch, wir haben ja so Ermittlerspiele, wollt ihr euch das nicht mal anschauen oder vielleicht sogar verlosen? Und schnöselig, wie wir sind, habe ich dann gesagt, naja, im Grunde genommen müssten wir uns das schon einmal angucken können, äh, bevor wir was verlosen, weil wir keine Sachen verlosen oder irgendwie besprechen, ähm, die wir nicht kennen. Weil das machen wir nicht, weil das wollen wir natürlich euch als Hörenden nicht zumuten. Und dann hat die Firma Magnificum gesagt, prima, wir schicken euch mal was zu. Und dann haben wir tatsächlich äh, zwei, äh, im Grunde genommen drei sogar Ermittlerspiele mhm. bekommen und haben mit das einem getestet. begonnen. Ja. Genau, also eins haben wir uns in, ganz intensiv angeschaut, nämlich äh, das Ermittlerspiel Die Firmenfeier. Und äh, das ist ziemlich abgefahren. Das ist total. Super, also wirklich, ich würde das jetzt nicht sagen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, die haben bei uns, glaube ich, ziemlich ins Schwarze getroffen, mhm. weil das Ganze so toll gemacht ist und man wirklich so das Gefühl hat, man schlüpft in die Rolle eines Privatdetektivs, einer Privatdetektivin und muss da jetzt einen Fall aufklären. Und ich liebe sowas einfach. Ich finde es großartig. Also das ist Unterhaltung vom Feinsten. Ihr müsst euch das vielleicht ein bisschen vorstellen. Für all diejenigen, die Ermittlerspiele nicht kennen, mir ging es tatsächlich so. Ich wusste gar nicht, was mich da erwartet bei einem Ermittlerspiel und hatte da irgendwas mit Spielbrett erwartet. Das ist ein bisschen so, und ich hoffe, die Firma Magnificum entschuldigt das, ein bisschen wie ein Escape Room, aber als Ermittlerspiel. Das heißt, ihr bekommt im Grunde genommen einen großen Papierumschlag mit ganz vielen Dokumenten von was weiß ich Tankquittungen über Fotos, Auszüge aus irgendwelchen Instagram oder Facebook Accounts oder was auch immer. Und ihr tragt zusammen im Grunde genommen, ihr könnt das natürlich gegeneinander spielen, aber es macht auch total Spaß gemeinsam. Also Alexa und ich es waren dann ein ein -Duo. Büro, das Huxilla-Duo. <laughs> und wir haben uns dann die Sachen angeschaut, wir haben uns Notizen gemacht und dann irgendwann kommt man auch an einen Punkt, wo man im digitalen Raum plötzlich Informationen abrufen kann. Also man findet dann. Das ist dann, toll. Das ist wie ein Alternate-Reality-Game noch mit dazu. Genau. Man findet dann Überwachungskameras, die man sich dann plötzlich anschauen kann und zwar wirklich dann an einem Rechner und dann sieht man auch Videos mit Zeitstempeln und all diesen Dingen. Es gibt äh, Unterlagen der ermittelnden Kriminalpolizei in den Fällen und ähm, psychologische Profile. Psychologische Profile, die übrigens gar nicht <laughs> schlecht sind. Also äh, Kompliment an die Macher des Spiels. Das ist schon ganz gut gewesen, hat mir Freude gemacht, weil da habe ich so ein bisschen gezuckt und habe gedacht, mm, ach, psychologisches Profil, jetzt wird es wahrscheinlich ganz schlimm. Nee, war sogar gut. Also, da hat jemand vielleicht mitgeschrieben, der Ahnung hat oder sich belesen hat und äh, wir können euch das sehr sehr empfehlen ist halt genau wie ein Escape Room wenn man dann einmal den Fall gelöst hat ist es weg dafür ist es aber auch nicht so sonderlich teuer wie ich finde sondern ist im Grunde genommen wenn man zwei Personen ins Kino geht ist man locker mehr Geld weg und man hat mehrere Stunden Unterhaltung mhm. je nachdem wie viel Zeit man investieren will wie akribisch man sich die Unterlagen und Fälle und andere Dinge anschauen kann und wer an solchen Dingen Spaß hat dem können wir das nur empfehlen und ich werde das jetzt auch mal sagen als Tipp, auch wenn das vielleicht nicht so gut ankommt. Das ist tatsächlich ein schönes Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen. Und in so einer Familie, wenn man sie denn hat, kann man vielleicht, wenn man den Fall dann durch hat und in aller Tiefe beurteilt hat, das vielleicht weiterreichen innerhalb der Familie, das ordentlich wieder einpacken und sagen, vielleicht habt ihr Interesse, das mal zu spielen. Also insofern finde ich das sehr, sehr gelungen. Und wir dürfen heute äh, euch im Grunde genommen äh, eigentlich drei äh, Fälle verlosen. Und zwar ist es einmal so, dass es äh, den Fall Das Bankett gibt. Und Das Bankett hat auch einen zweiten Teil bekommen. Insofern äh, ist der erste Preis, wenn ihr uns äh, nachher das Lösungswort, was wir euch gleich nochmal sagen, wie das, was ihr da machen müsst, schickt, ist der erste Preis Das Bankett Teil 1 und 2. Also gleich zwei Fälle, die es zu lösen gilt. Und der zweite Platz ist dann der Fall die Firmenfeier das letzte das letzte Fest des Oliver Borgmann das ist auch der Fall den wir uns angeschaut mhm. hat also eine Schokoladenmanufaktur wo dann auf einer Firmenfeier ein Mord Etwas passiert. passiert, genau. genau. Und äh, das könnt ihr also gewinnen. Also der erste Preis gewinnt zwei Ermittlerspiele und der zweite Platz gewinnt dann die Firmenfeier. Und wie wir gerade hier gesehen haben, während wir das aufnehmen, ist ein weiterer Fall angekündigt worden, das Dinner... Und ich glaube, da müssen wir nochmal, nochmal über die Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke sprechen, Alexander. Ihr könnt ähm, Magnificum auch äh, auf Instagram folgen, dann seid ihr immer auf dem Laufenden mhm. und kriegt das auch mit, wenn neue Fälle erscheinen und kriegt auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material und ganz nette Bilder zu sehen. Also, das lohnt sich auch auf jeden Fall. Äh, wenn ihr diese Spiele gewinnen wollt, dann müsst ihr uns in einer E-Mail schreiben, wie der Edelstein. Heißt, der geraubt wird in beim, der Fälle. Genau, beim, äh, beim Fall Das Bankett, da müsst ihr mal so ein bisschen selber schon ermitteln, welcher Edelstein da vielleicht verschwinden könnte. Und den Titel des Edelsteins äh, schreibt ihr bitte in den Betreff hinein und schickt eure Gewinnspielmail bitte bis zum 14. November. 23.59 Uhr an info.huxella.com. Ihr müsst da noch nicht eure Anschrift oder irgendwas reinschreiben. Aus Gründen der Datensparsamkeit. Äh, Reicht es erstmal, wenn ihr uns im Grunde genommen nur den Betreff schickt. Dann losen wir aus allen Einsendungen und würden dann die Gewinner anschreiben und weitere Informationen abfragen. Und ansonsten hauen wir die Gewinnspiel-Mails dann auch irgendwann in die Papiertonne, wenn das Gewinnspiel vorbei ist. Das müssen wir sogar auch tun und sollten wir auch tun. Insofern, wenn ihr die Idee habt, noch ein Thema mitzuschicken oder was viele ja auch tun, liebe Worte mitzuschicken, das kann sein, dass wir die lesen. Je nachdem, wie viele Einsendungen bekommen, lesen wir die aber auch nicht. Dann vielleicht schreibt einfach noch eine zweite E-Mail, weil dann kommt die auch an. Aus Gründen der Datensparsamkeit löschen wir das andere alles und das dann einzeln rauszukopieren und bei mehreren hundert E-Mails im Zweifelsfall das alles noch mal zu sortieren. Schaffen wir zeitlich aktuell nicht. Und dann drücken wir euch ganz doll die Daumen, dass dann zwei Personen das gewinnen können und alle anderen können sich ja mal die Seite der Firma Magnificum anschauen und überlegen, ob das meine Idee ist. Ich kannte, wie gesagt, Ermittlerspiele nicht, bin da positiv von überrascht. Das Schöne daran ist auch anders als bei anderen Spielen, dass man im Grunde genommen anfangen kann, sich eine Stunde damit beschäftigen kann, dann kann man die Sachen wieder einpacken und kann das auch einen Tag oder zwei Tage später wieder anfangen weiter. Durchzuschauen. Man kann sich auch Pinnwände machen und dann roten können, Fäden, die Verbindungen schaffen. Könnte man, hören. aber gerade so, ja. wie das bei uns ist, also wir haben halt selten Zeit, drei, vier, fünf Stunden am Stück irgendwas zu spielen. Und gerade wenn du ein Spielbett aufbaust oder so, dann steht das dann irgendwie rum. Das ist schwierig. Das geht wir, bei Katzen haben Katzen nicht. wir haben Katzen, das funktioniert nicht. Und das ist halt wunderbar, wenn man sich da hineintauchen kann. Man kann sich seine Unterlagen äh, auf den Block schreiben und die dann äh, da wieder da rausholen und kann dann weiter ermitteln, dass kommt mir sehr entgegen, muss mhm, ich ganz ehrlich sagen. Super, ja. Und insofern ist das eine ernst gemeinte Empfehlung. Schaut es euch an, schreibt uns eine Mail. Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Und jetzt Ende September können wir noch mal auf so ein bisschen unseren Kassensturz schauen. Und mit Blick auf die Frage, könnte es so sein, dass huxilla ab nächstes Jahr unser gemeinsamer Job wird? Und immerhin kann ich verkünden, dass das im Moment sehr, sehr gut aussieht. Wir haben... Noch nicht ganz das Ziel erreicht, aber wir haben September. Das heißt, ein paar mehr Personen, die uns mit ein, zwei Euro noch vielleicht unterstützen könnten, das wäre super, dass wir noch dichter an das Ziel kommen. Denn wenn man alles einrechnet mit Krankenkasse und allem gedöns, das brauche ich euch nicht erzählen. Und natürlich steigen auch für uns die Energiekosten, genau wie für euch. Also ich will gar nicht jammern, aber wer das bisher hört und sagt, hm, kriegen sie es hin, kriegen sie es nicht hin. Und für sich sagt, eigentlich könnte ich einen Monat, einen Euro im Monat erübrigen. Macht das mal. Das würde uns sehr, sehr freuen und würde uns sehr, sehr helfen. Die grundsätzliche Weichenstellung, wie sich die Dinge entwickeln, sieht aber sehr, sehr gut aus. Wir sind sehr, sehr dankbar in so einer schwierigen Zeit, dass ihr euch entscheidet, Hoxilla zu unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich. Und wir haben wir wollen es noch nicht wegziehen, weil es eben noch nicht so weit ist. Aber wir werden sicherlich dann, sollte uns das gelingen, im Januar irgendwie einen längeren, vielleicht Livestream, vielleicht auf Twitch, vielleicht einen längeren Podcast oder wie auch immer, euch mal all unsere Pläne mitteilen. Auch strukturelle, leichte Veränderungen am Podcast, die wir uns vorstellen könnten, die dazu führen würden, dass ihr noch mehr Teil von Huxley werden könnt. All solche Ideen haben wir. Und es ist halt die Frage, ob wir Januar die Zeit haben. Wir hoffen, dass das gelingt. Und ihr, ihr, ihr schiebt uns da ganz schön in die Richtung. Ja, ich wollte es gerade sagen, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass ihr uns wirklich äh, tragt und das nicht nur finanziell, sondern auch durch euren Zuspruch, durch eure Unterstützung auf allen möglichen Kanälen und in allen möglichen Formen. Und äh, ich habe es schon oft gesagt, aber es ist auch tatsächlich immer wieder und immer noch wahr. Wir machen euretwegen dieses Projekt weiter und mit Freude und ihr sorgt dafür, dass wir ähm, Spaß daran haben, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen, auch wenn immer viele Themen dabei sind, die ja eigentlich per se sehr unangenehm mhm. sind und wir natürlich mhm. auch gezwungen sind, uns mit Mechanismen, Motiven, Geschichten zu befassen, die sehr, sehr unschön sind und so ein bisschen die dunklen Seiten unserer Gesellschaft beleuchten, aber dadurch, dass ihr als Community so viel dazu beitragt, dass wir uns Wohlfühlen ähm, auf äh, den verschiedensten Ebenen machen wir das halt gerne weiter und es sieht wirklich so aus, als würden wir noch in den kommenden Jahren mit genauso viel Freude dabei sein, wie wir es die vergangenen zwölf Jahre gewesen sind. Und deswegen ein ganz, ganz herzliches, dickes, fettes Dankeschön an euch da draußen. Genau. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Haben wir nicht. Wie immer, am im letzten des Monats eine Folge. Auch das soll dann vielleicht irgendwann mal anders werden. Ja, aber es ist doch eigentlich eine schöne Tradition. Es ist eine mal schöne gucken. Tradition im Moment. Aber wir wollen natürlich auch die Folgen so gut wie möglich recherchieren. Und das dauert dann auch immer ein bisschen Zeit. Und das Leben spielt manchmal quer. Egal. Nicht jammern. Nach vorne schauen. Es hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, euch hat die Folge unterhalten. Und wir hören uns dann in Folge 306 im Oktober wieder. Und bis dahin natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@toxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast Seiten, die uns führen.